Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem Build-Video für Captain Boomerang und zwar von Sebi. Der hat mir das zugeschickt, das Gameplay von ihm. Ihr seht, er ist auf Meisterstufe 50 in diesem Gameplay-Video. Und ihr seht auch, dass es hier ordentlich scheppert, ne, in dieser Session. Ihr werdet es gleich noch ein bisschen in Action sehen. Ich lasse es kurz laufen und danach schauen wir uns kurz an, was er sich ausgerüstet hat, mit welchem Set oder mit welcher Set-Kombi er das Ganze zusammengebastelt hat. Achtet schön auf diese Granatenexplosion, natürlich auch auf die Zahlen. Das ist fein anzusehen, macht Freude. Jetzt seht ihr gleich nochmal eine riesenschöne, feine Explosion. Der Radius ist auch wahnsinnig groß. Gerade bei so einer Mission wie dieser ist es natürlich eine super geile Sache, so einen riesigen Flächenschaden dabei zu haben. Ihr seht es jetzt hier nochmal. Also richtig coole Sache. Und ja, jetzt reden wir am besten gleich mal drüber, was der Sebi da so ausgerüstet hat. Ich werde euch demnächst auch noch mal ein Build-Video geben, beziehungsweise mit was ich bei King Shark momentan unterwegs bin. Aber ich habe auch noch was vorzubauen, was überhaupt nichts mit dem Bane-Set zu tun hat. Deshalb, da kommt demnächst auch noch was auf dem Kanal von mir. Also, jetzt steigen wir aber mal hier in diesem Build ein. In der Übersicht seht ihr hier einfach mal, wo die Schwerpunkte liegen. Ne? Kritische Trefferschaden ist ziemlich hoch. Maschinenpistolenschaden, weil er Maschinenpistole nutzt, ist ziemlich hoch. Kritischer Trefferschaden mit Maschinenpistolen ist hoch gepusht. Dann hier Schaden gegen rasende Feinde, also das, was das Bane-Set verursacht oder die drei Bane-Sets eigentlich als Fokus haben, das ist ziemlich hoch. Und die Schadensverringerung ist auch da. Und warum die auch da ist, das gucken wir uns auch direkt an. Wir haben hier nämlich erstmal, dass er das Bane Set 2 benutzt, also Banes Zorn. Und hier sehen wir natürlich diese Giftrauschwelle, die da verursacht wird. Ja, im Umkreis von 20 Metern, die sich von dir befinden. Dies kann nur einmal alle 45 Sekunden passieren. Fehlgeschlagene kritische Nachladung entfernen alle Stapel. Also hier geht es darum, wenn ihr nachladet, seht ihr diese kleine Leiste. Und wenn die in diesem grünen Bereich ist, dann müsst ihr auf Reload drücken und dann habt ihr die kritische Nachladung. Dann ist hier natürlich auch ziemlich cool 20% für Shotgun-Schaden. Das ist natürlich sehr passend zur Shotgun und 40% Schusswaffenschaden, wenn das Magazin über 50% hat. Also hier volles Magazin, sehr viel Freude. Wir sehen Dreiteiler-Bonus dabei, den gucken wir uns gleich auch nochmal an. Wir gucken davor aber noch kurz die SMG an, die er dabei hat. Die haben wir nämlich noch nicht gesehen. Hier, das ist von Stufe 3 Set, also er hat eine Kombi von Bane Set Stufe 3, Banes Wut und Stufe 2 Set kombiniert. Diese Effekte schauen wir uns nachher auch gleich nochmal an. Hier ist Maschinenpistolenschaden natürlich hoch, sehr, sehr sinnvoll. 45% kritischer Maschinenpistolenschaden mit dieser Schusswaffe, hervorragend. Und das Stufe 3 Set von Bane auch eben den Dreiteiler-Bonus mitgenommen. Ja. Dann schauen wir noch kurz weiter, wie es unten hier vorwärts geht mit der Nahkampfwaffe bzw. dem Boomerang. Das ist vom Two-Face. Das bietet sich extrem an. Also wenn ihr das findet und was mit Bane-Set machen wollt, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Weil jeder Nahkampftreffer auf einen rasenden Feind und Bane-Set verursacht rasend, hat eine Chance von 50% entweder eine scharfe Granate oder Granatenmunition zu Füßen des Feindes fallen zu lassen. Also hier wirklich eine hervorragende Kombination. Deswegen auch Giftrausch drauf. Also das ist dieses Rasendmachen. Das nimmt man dann am besten auch mit als Effekt, weil es sich einfach perfekt anbietet. Genauso hier bei der Granate macht man dann auch Giftrausch drauf bei Ivy, wenn man es nicht schon auf dem Gegenstand drauf hat. Das ist auch von Banes Wut Set Teil 3. Und dann haben wir hier von der Stufe 2 noch den Glücksbringer dabei. Kritischer Trefferschaden, sehr, sehr nützlich, sehr sinnvoll hier natürlich, um den Damage hochzubasteln. Denn 40% Schaden gegen rasende Feinde, das kann man sehr gut hier auf dem Nanobomben-Ding drauf haben. 20% kritischer Trefferschaden, sehr gut. Ja, also ihr seht einfach richtig auf Damage drauf. Und hier ist auch eben ein Item, was ich letztens auch im Stream bekommen habe. Und ich kann euch wirklich das wärmstens empfehlen, das mitzunehmen. Ist einfach super gut. Wenn ihr nämlich stillsteht, baut ihr Stapel auf, die euch quasi Damage Reduction geben, die Schaden vermindern. Je länger ihr euch bewegt am Stück, desto mehr Stapel baut ihr auf, um mehr Schaden zu machen. Und das könnt ihr bis zu 10 Mal stapeln, habt dadurch einen mega Damage Boost. Ja? Und dann auch noch Scharfschützengewehr Schaden, wenn du 25 Meter vom Feind weg bist. Ja, das kann man ja dann machen, wie man möchte, wenn man Scharfschützengewehr noch dabei hat. Ansonsten vielleicht was, wenn man im Nahkampf ist oder wenn man nahe an den Feinden dran sind, kann man gucken bei Toyman,
beziehungsweise dann noch bei Tolman eigentlich schauen, was man hier noch als Alternative draufbauen könnte, dass es zu einem selbst passt. Ist man mit Shotguns unterwegs, kann man hier vielleicht was anderes auswählen. Und ich glaube, dann haben wir noch die Schildmod, genau, das ist von Stufe 2. Hier Maschinenpistolenschaden erhöht, finde ich auch perfekt passend. Ne? Schadensverringerung plus 10% kann man immer gerne mitnehmen dann. Und ja, wenn sich 4 oder mehr rasende Feinde in einem Umkreis von 20 Meter von dir befinden, fügst du 100% mehr Schaden und nimmst 15% weniger Schaden. Eine sehr coole Kombi hier, die da drauf ist auf den Sachen. Und dann zu guter Letzt schauen wir noch ganz kurz. Das ist jetzt von Stufe 2, also Banes Zorn. Erhöht die Dauer von rasend um 10 Sekunden und Feinde, die du rasend machst, fügen jetzt 20% mehr Schaden zu für alle 1% fehlende Gesundheit. Sie bauen langsam Raserei auf, wenn sie Schaden zufügen. Du fügst einem Feind 1% mehr Schaden zu für alle 1% Gesundheit, die ihm fehlt. Das ist sehr gut. Weil du dich schon runter hast mit Lebenspunkten, umso mehr Schaden machst noch dran. Wenn du einen rasenden Feind tötest oder einen Feind, den du rasend gemacht hast, einen anderen Feind tötet, löst du einen Stapel an Banes Zorn aus. Dies hält für 60 Sekunden, erhöht den Schaden, den du zufügst, um 50% bis zu einem Maximum von 750%. Es gibt eine Chance von 50% Banes Zorn auszulösen, wenn du einen Feind rasend machst, wenn er unter 100% Gesundheit ist. Also hier auch nochmal, wie ihr seht, im Maximum bis zu 750%. Dann bei dieser Schildmod, glaube ich, ist es, nicht die Schildmod, das ist die Bewegungsmod mit diesem Turtle, der auch nochmal mega viele Stapel an Plus Damage und könnt da richtig in die Höhe gehen, wenn ihr das gut anstellt und aktiv im Kampf euch bewegt, immer die Feinde rasend macht, immer aktiv kämpfen, möglichst nicht lahm werden, ja, und schnarchen anfangen, sondern hier wirklich aktiv dabei sein, so viele Feinde wie möglich treffen, so viele Feinde wie möglich rasend machen. Und dann holt ihr eigentlich das Maximum hier raus. Jetzt bei dem Banes Wut, also Stufe 3, seht ihr noch, du fügst dem Feind 4% mehr Schaden zu, für alle 1% Gesundheit, die ihm fehlt. Also nochmal dieser Damage Boost dabei. Kritische Treffer auf Feinde unter 50%. Gesundheit lösen Banes Wut aus. Erhöht den Schaden um 50% auf rasende Feinde, um 50% für 60 Sekunden. Jeder Stapel an Banes Wut fügt außerdem eine Chance von 5% hinzu, dass Feinde beim Tod explodieren und Feinde innerhalb von 10 Metern rasend werden. Also richtig krasse Kettenreaktionen, die hier stattfinden bei diesem Set. Deshalb lohnt es sich natürlich, wenn viele Feinde in der Gegend sind. Das bietet sich bei diesen Endgame Incursion Missions extrem gut an, weil da wirklich viele Feinde meistens kommen und das dann richtig reinknattert. Eher weniger, glaube ich, zieht dieses Bane-Set und diese ganzen Effekte bei Single-Target auf einen großen Dicken drauf. Da hat das Teil seine Schwächen, würde ich jetzt mal sagen. Und hier alle mit einem Bewegungsangriff getroffenen Feinde werden rasen und jeder während Banes Wut getötete Feind erzeugt 110% Bewegungsangriff-Ressourcen. Das Töten eines Feindes mit einem Bewegungsangriff verleiht ihr sofort 5 Stapel Banes Wut. Ihr seht also wirklich bei diesem Bane-Set sehr viele Verkettungen und die hier einfach eine Rolle spielen. Dann gucken wir uns noch kurz an beim Captain Boomerang. Könnt ihr im Talentbaum, ich glaube, jetzt geht es gleich in den Talentbaum, hier unten vor allem drauf achten mal. Hier seht ihr einfach allgemein, was geskillt wurde vom Sebi und hier unten seht ihr zum Beispiel auch nochmal 75% Granatenschaden, bietet sich hier natürlich auch an, wenn Granaten schon gepusht werden und so weiter. Auch eine gute Idee. Und ansonsten seht ihr halt, wie er es gemacht hat hier beim Talentbaum. Und damit haben wir das einfach mal durch. Gameplay habt ihr schon dazu gesehen, ist vielleicht eine Inspiration für euch, was ihr machen könnt, sobald ihr das Baneset bekommen habt, in Kombination mit den anderen Mods und so weiter. Und wie gesagt, bald kommen noch andere Sachen abseits von Baneset, auf jeden Fall von mir. Sebi bastelt gerade, glaube ich, was mit Brand. Also kommt wahrscheinlich demnächst noch was hier auf dem Kanal. Danke fürs Einschalten und lasst natürlich gerne Feedback da oder eure Ideen. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.